Danke, dass ihr heute wieder dabei seid. Und es war wirklich unglaublich, was sich in der letzten Woche auf dem Kanal getan hat. Alleine der Ärztechat und das Video zum Ärztechat ist über 120.000 Mal aufgerufen worden. Und keine Angst, es folgt hier auch noch ein zweiter Teil, weil es ist dann doch noch eine prominente Person aufgetaucht, die auch Mitglied dieser Chats war. Und vielleicht werden wir uns auch mit der noch näher befassen. Wenn Sie interessiert, bitte ein Abo dalassen. Ihr werdet dann rechtzeitig informiert. Heute möchte ich mich mit den sogenannten Gold-Müller-Chats auseinandersetzen. Und warum möchte ich das? Einfach deswegen, weil diese Chats zeigen, dass wir eigentlich mit all dem, was wir in den letzten Monaten und Jahren gesagt haben, recht behalten haben. Dass nämlich die Keimzelle der Korruptionsneigung innerhalb der ÖVP das Mutterbundesland Niederösterreich ist. Das geht aus meiner Sicht schon auf eine sehr prominente Politikergestalt zurück, und zwar war das damals der Ernst Strasser. Wir erinnern uns an den gefallenen EU-Abgeordneten und ehemaligen Innenminister, der dann über den Satz "Yes, I'm a Lobbyist" gestolpert ist und dann auch ins Gefängnis musste, weil er verurteilt worden ist und auch mit einer Fußfessel ausgestattet worden ist. Der war aus meiner Sicht der Erfinder des massiven Personalkarussells innerhalb der ÖVP, der ungenierten Verwendung von Institutionen des Staates und des Landes dafür, um der ÖVP zu dienen. Und dieser Ernst Strasser, der auch einige Ziehkinder in weiterer Folge gehabt. Nicht zuletzt auch unser aktueller Innenminister Karner ist ja ein Jünger von Ernst Strasser. Die Verteidigungsministerin Tanner hat mit dem Ernst Strasser früher sehr eng zu tun gehabt, auch sie hat im Kabinett gearbeitet. Ja, und auch Johanna Mikl-Leitner kennt natürlich Ernst Strasser von früher. Und so verwundert es auch nicht, dass genau diese Personen auch jetzt wiederum in Chats auftauchen. Johanna Mikl-Leitner hat ganz ungeniert Jobs verlangt über diese Chatgruppe mit ihrem ehemaligen Kabinettschef Gold Müller. Sie hat ganz ungeniert auch über Wolfgang Sobotka, ihren Nachfolger als Innenminister, entsprechende Personalwünsche geäußert, und man hat einfach gesehen, es werden die Strippen aus Niederösterreich gezogen. Interessant wäre auch die sogenannte Interventionsliste von Wolfgang Sobotka. Hier soll es eine Liste geben, wo eben Gefälligkeiten, die Wolfgang Sobotka für gewisse Personen gemacht hat, auch notiert gewesen sind. Das hat zwar damals dem Kabinett Kopfzerbrechen bereitet, aber nichtsdestotrotz wollte Sobotka so eine Liste führen, und es wäre interessant, wenn auch die demnächst noch das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Insgesamt kann man sagen, dass einmal mehr die Einschläge bei Wolfgang Sobotka massiv sind, dass man einmal mehr sieht, dass Wolfgang Sobotka gemeinsam mit seiner Vorgängerin Johanna Mikl-Leitner in der Mitte des Spinnennetzes gesessen ist und dort die Fäden gezogen hat, dass man alle Personalentscheidungen, die im Innenministerium notwendig gewesen sind, natürlich in Richtung der ÖVP gelenkt hat. Wir haben hier sehr, sehr kleine Führungsjobs bei der Polizei, wo sich sogar wichtige Politiker eingemischt haben, wie es hier um die Bestellungen gegangen ist. Wir sehen, dass im Bereich der Finanzbeamten auch immer wieder massiv von Seiten der Politik Einfluss geübt worden ist. Nicht zuletzt auch durch August Wöginger, der jetzt im Zentrum einer Ermittlung steht. Und alles das zeigt, dass in diesem Staat alles mittlerweile durch ÖVP verursacht, verhabert, verschwägert und sonst irgendwie verbandelt ist. Und genau das zeigt auch die Notwendigkeit auf, warum wir diesen Staat auf Systemeinstellungen zurücksetzen müssen und warum es noch eine sehr, sehr anstrengende und umfangreiche Arbeit sein wird, diesen Staat wieder auf Normalzustand zu bringen. Nichtsdestotrotz, es ist angerichtet, die Goldmüller-Chats geben auf über 4000 Seiten einen Einblick in die Systematik des tiefen schwarzen Staates. Die Chats, die jetzt über Benko und Co. auch im Untersuchungsausschuss gelandet sind, die geben uns einen Einblick darüber, wie das System Sebastian Kurz funktioniert hat, wie vielleicht Teile des niederösterreichischen ÖVP-Systems in den Bund transferiert worden sind und wie hier die Zahnräder ineinander gegriffen haben, welche Rolle Wolfgang Sobotka gespielt hat, was die Landeshauptfrau Mikl-Leitner dann auch noch von der Seitenautlinie zugerufen hat. Und wenn wir das alles jetzt in ein Verhältnis zueinander bringen, dann bin ich überzeugt davon, dass das stimmt, was Peter Pilz gesagt hat, dann wird die Republik in ihren Grundfesten erschüttert werden. Und dann, glaube ich, sind wir dem Ziel ein Stück näher, dass wir mit dieser schwarzen, mafiösen Truppe endlich einmal abfahren können, dass wir in Neuwahlen gehen können und dass wir dann
wie gesagt, auch einmal die Fenster öffnen in dieser Republik und einmal ordentlich durchlüften.